Ei, 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 ei. Oh, in die nächste Aufgabe. Are you familiar with Voyager's emergency medical hologram? He's quite unique, even for an old EMH Mark I. Now he holds rank in Starfleet in his own right. We've received a message that the doctor requires assistance to deal with a medical situation on an Ocampa freighter in the Shenda system. He's currently en route in one of Voyager's shuttles. Normally I'd send a medical vessel, but we've seen a spike in Vardwa attacks, and I want to make sure he has all the resources he'll need. Could you go to the Shenda system and assist the doctor? Ja, natürlich machen wir das. Hello. Oh, dann fliegen wir da mal hin. Wir sind fast wieder am anderen Ende hier. Nein, ich muss noch mal ein bisschen drehen. Oh, guck mal, können wir noch mal hier ein bisschen durchgucken hier. Welche Karte? Ah, nix. Okay. Ja, gleich schon wieder. Das geht schnell, da sind wir ja gleich da. Utaba-Sektor. Bin froh, wenn ihr nachher ja. Eine. Bei 43 erhalten wir keine Belohnung. Oh. Brückenoffizier. Das ist schon mal gut. Unteradmiral. Mit 50 kriegen wir ein neues Schiff. Mit 50 kriegen wir unser letztes Schiff. Okay, gut. Das heißt, mit 50 kriegen wir unser letztes Schiffchen. Bin ich mal gespannt, was wir dafür eins kriegen. Das ist das Shenda-System. Hoch! Hochziehen! Oh! Beginne alles, was glitzert. Los geht's! Wir haben das Shenda-System erreicht, Captain. Das Notsignal kommt vom Transporter vor uns. Unsere Rufe sind jedoch unbeantwortet geblieben. Versuche es weiter, doch weiß unser Gast womöglich mehr darüber. Das Emma Han, auch bekannt als der Doktor, befindet sich in einem Shuttle in unserer Nähe und würde gern mit ihm sprechen. Bringen Sie uns zum Shuttle des Doktors. Typ 8 Shuttle. Oh, nur ein Typ 8 Shuttle. Mehr hat er nicht bekommen. Pleased to meet you. I scanned your service record before your arrival. You've been in quite a few battles, haven't you? Ever stop to think about the strain you're putting on your medical crew before you charge into combat? Of course you don't. No captain ever does. Ich freue mich ebenfalls, Sie kennenzulernen. We've been hailing this Ocampan freighter for some time, but we're not getting a response, and our sensors cannot penetrate their shields. Their initial distress signals indicated that they were suffering from paronistic measles. I can treat it easily, if I can get onto the ship. Now that your ship is here, it should be trivial to board the vessel and assess the situation. Transport me aboard your vessel, and then my shuttle can return to Voyager. Rennen Sie sich auf den Transport vor. Ja, aber ganz schön großer Shuttle für Typ 8. Your ship has more powerful sensors than my shuttle. Kennen Sie das von dem frühfähigen Schiff? Machen wir. Angreifer? Ja, natürlich, natürlich. Und ich bin gefangen, natürlich. Ich kann mich nicht bewegen und nichts. Oh, klar. Oh. Okay. Gottschiff muss ich kaputt machen. Und jetzt kommst du noch dran. Oh nein, ich sehe schon wieder. Habe ich nicht irgendwie irgendwas? Noch mehr!
Au. Au. Was hat mich denn jetzt schon wieder getroffen? Oh, 12.000 Schaden mit einmal. Das ist Ich weiß nicht, was mich jetzt schon wieder getroffen hat. Oh, Herr Jemine. Hold your fire. I am Gorr, leader of the Vardwar. Ah, jetzt auf einmal sollen wir aufhören zu schießen oder was? Hä? Greetings. I am Gorr, leader of the Vardwar Supremacy. I apologize for the overzealousness of my soldiers. This action was not authorized. Ich bin Admiral Nerd von der Ahnungslo. I'm pleased to finally meet you. It appears your presence here in the Delta Quadrant has inadvertently caused some conflict between us. I would rather avoid any more unpleasantness. Would you be willing to meet with me face to face? Ja, aber ich weiß, dass solche Besprechungen am besten auf neutralen Boden stattfinden. That is understandable. You have a location in mind? There are not many areas of the Delta Quadrant where my people are not reviled. Ich kenne da vielleicht einen Ort. Geben Sie mir einen Moment. Nilix über Subraumfrequenz rufen. Oh, what a wonderful surprise! Is there anything I can do for you? Hallo Nilix. Wir benötigen einen neutralen Ort, um diplomatische Verhandlungen mit der Vardwar führen zu können. Ich habe mich gefragt, ob Sie mir dabei hilflich sein können. Diplomatic negotiations. I am Starfleet's ambassador to the Delta Quadrant. I would be more than happy to offer my services as mediator. As for the location, Dexa and most of our people are on New Talax now, but we still have the asteroid base in the Entaba system. It's mostly empty now, just a few cleanup crews, and the Kazon have been leaving it alone. It would be perfect. Vielen Dank. Ich weiß Ihre Unterstützung sehr zu schätzen. Well. Find a suitable location for our meeting. Es gibt eine Asteroidenbasis im Entaba-System, die von den Talaxianern genutzt wurde. Talaxians? Are there still Talaxian communities? How odd. The site is agreeable. Send my ship the coordinates and I will meet you there. Koordinaten wurden im Übermittel. Wir sprechen uns dort. I'm contacting the closest medical ship. They can investigate this further while we meet with Gorr. Ausgezeichnete Idee, Doktor. Wir können Kurs auf das Entaba-System nehmen. Sobald Sie den Befehl geben, Sir. Ja, ich bin bereit. Gut. Dann fliegen wir jetzt zum Entaba-System. Dort werden wir uns mit den Vardwar treffen. So, wir haben das Entaba-System erreicht. Goldschiff ist ebenfalls hier und er ist bereit unten in der Basis. Okay. Imagine using a medical emergency as a trap. The Vardwar have no shame. Muss er noch mal was machen, bevor ich da runtergehe. He betrayed us on Vardwar Prime. He'll do it again. Auf Treffer gefasst, Mann. Das habe ich gesucht. Das habe ich gesucht. Das. Die fehlen mir nämlich noch. Einfach was ich die ganze Zeit suche hier. Gut. Da wollen wir mal losgelegen hier. So, Station hin. It's good to see you again so soon. If I might make a suggestion, I would recommend only bringing two crew members with your away team. Gorr brought four aides. You'll have the doctor and myself, and bringing more of your crew down might look like you're trying to get an advantage on him. Gorr seems very touchy. Proper protocol will be important. Are you ready to beam down? Ich bin bereit. Dann gehen wir mal. Wieder nehme ich dann aber. Oh, mein erster Offizier auf der Brücke. Falls unvorhergesehene Maßnahmen erforderlich sind. Hey, wir waren schon auf der Asteroidenbasis. Warum liest du denn hier schon wieder so lange? Ich kann doch nicht wahr sein. Wo bin denn da hin? Schrecklich.
Miep, miep. Nella. Muss man den Ladebalken hier extra nochmal anschieben, oder? Wie sieht's aus? Dankeschön. It's so good to see. Doctor, it's been 30 years. You haven't aged a day. Yes, it's good to see you too, Neelix. We have a bit of time before we'll begin. We're giving the Vaudoir a fine Talaxian feast to help ease the tension. Doctor, you must tell me all you've been up to. Oh, Neelix, I couldn't. Not with the Vaudoir here. But I suppose it is important that you hear about my many achievements since our last meeting. And my brilliant research was able to prove conclusively. Thus, I began my grand adventure into the challenge of writing Klingon opera. Brax and I agreed to never mention the incident again. Well, at least not to Dexa. Neelix, the Vaudoir have finished the appetizers and are waiting for you. Oh, well, we had better get going. We can talk more later. Jawohl, aber mal Zeit hier. Neuen Gesprächen. Do you remember Chef Jolax from the last time you were here? He's the one that has been serving the Vaudoir their fabulous appetizers. Full bellies make for good conversation, I always say. He told me that Gaul is a little grumpy, but I'm sure you can handle him. Gaul is in the command room now, waiting for us. Jolax should be back soon to take everyone's orders for the main course. Vielen Dank, Neelix. Sprechen wir jetzt mit Gaul. Danke. Jawohl, aber mal Zeit. Wo ist denn der Konferenzraum? Mal gucken. Konferenzraum. Wo ist denn? Laxiana. Oben. Ganz schön leer hier. Ganz schön leer geräumt hier. Okay, dann gehen wir mal hier hoch und gucken mal, was er dann möchte von. Also, jetzt nicht wundern, wenn wir uns nachher noch angreifen. Gaul sprechen. At last. I must say, your Talaxian friends are quite hospitable. But down to business. Our meeting is long overdue. In der Tat, es ist an der Zeit, unsere Differenzen beizulegen. As do I. My people are damaged, in crisis. We are already at war with the Kabali, and with you. Given your alliance's support for them. Wir sollten versuchen, einen Kompromiss zu finden. Do you know why we fight the Kabali? Their world was once a Vaudoir colony, one of our largest. And there is still a large cache of stasis tubes on the planet. Those are my brothers and sisters being held hostage. The Kabali are stealing them, taking their very identities and transforming them. Wir wollen die verbleibenden Stasis-Kapseln nicht zurückgeben? The Kabali would rather watch us die and use our corpses as fuel for their unnatural corruption. Is it wrong to fight against your own extinction? Don't we have a right to survive as well? Es muss einen Weg geben, diesen Streit auf friedliche Weise beizulegen. Dieser Krieg schadet dem Gemeinwohl des Quadranten für die nächsten Jahrzehnte. There can be no peace. Not after what they've done. Are you suggesting we are weak? That we should just lay down and die for them? No, we will not. Nein, doch die Zerstörung der Kobali ist auch nicht rechtens. Es gibt größere Gefahren in der Galaxis, denen wir uns stellen müssen. Do not try to pacify me. We will have our retribution. You have my offer. Abandon your alliance with the Kobali and support us, and we will be your strongest ally in the Quadrant. Wir sind nicht hergekommen, um gegen die Kobali in den Krieg zu ziehen. Peace. You know nothing of what it means to be Vaudoir. You need to understand. Was meinen Sie? Oh, jetzt kommt ein Video.